Ardha Baddha Viparita Kurmasana. Vivian zeigt, wie es geht. Von der Rückenlage Shavasana ausgehend, komme zum Schulterstand Sarvangasana. Vom Schulterstand ausgehend kannst du die Knie beugen wie zum Flug Halasana. Dann gib ein Bein auf den Boden, das Knie neben dem Kopf auf den Boden. Dann gibst du den Arm von der Innenseite durch die Kniekehle und faltest die Hände hinter dem Rücken. Versuche, wenn es möglich ist, das Knie auf den Boden zu bekommen und den Fußrücken auf den Boden. Und anschließend hebe das andere Bein sehr sorgfältig hoch, dass du nicht das Gleichgewicht verlierst. Dann atme gleichmäßig und ruhig ein und aus. Dieses Ardha Baddha Viparita Kurmasana. Viparita Kurmasana ist die umgekehrte Schildkröte und es ist Ardha, also auf der einen Seite, und Ardha Baddha, die Hände sind gefaltet und deshalb Ardha Baddha. Ja, soweit zu diesem Asana. Viele andere Variationen von Sarvangasana, Schulterstand, und Halasana, Pflug, findest du auf unseren Internetseiten wiki.yoga-vidya.de.